Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hindran und wir fahren fort mit Let's Play Metroid Prime Remastered. Und wie wunderschön dieses Remaster aussieht, guckt euch mal den Regen auf Samus Waffe an. Und auf dem Visor. Beautiful, beautiful. So, ja, beim letzten Mal sind wir endlich auf Talon 4 gelandet. Nun ist es an uns, dass wir uns hier umgucken, aber ja, ihr seht, wir haben eigentlich alle Upgrades verloren. Was wir so ein bisschen machen können, ist hier langsam uns umschauen. Und ich will natürlich in diesem Playthrough auch gucken, dass wir ein bisschen alle Upgrades mitnehmen. Oh Moment, die sollte ich wahrscheinlich scannen, gell? So. Das haben wir schon gescannt. Was ist denn das? So. Typus Sprengkopf. Flüchtige Substanzen innerhalb des Pilzhuts explodieren zur Selbstverteidigung. Das giftige Hutfleisch des Sprengkopfs bewahrt ihn davor, gegessen zu werden. Seinen Namen verdankt er seinen explosiven Pilzhut. Dieser sprengt sich, sobald er den geringsten Kontakt bemerkt. Also das Leben hier. Das Felsgebilde blockiert fast den gesamten Durchgang. Am Boden befindet sich allerdings ein Spalt. Ja. Habt's erraten, Leute? Für diesen Spalt benötigen wir natürlich den Morphball, den wir nicht mehr haben. So, diese komische Flechte können wir ja nicht scannen. Gut, dann bleibt uns eigentlich auch nur ein Weg, den wir einschlagen können. Moment, war hier unten irgendwie noch ein Upgrade oder so? Wir haben auch den Gravity Suit nicht. Wir sind einfach wieder am Anfang. Und ich finde irgendwie von all den Metroids ist auch, ist halt auch der Erklärung, wo man sich denkt, ja, Samus ist an Elektroschock geraten und das hat die so geschockt, dass alle ihre Upgrades rausgefallen sind. Also, so einen Elektroschock darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Aha. Was ist denn das für ein Viech? Typus Grabkäfer, grabendes Insekt mit widerstandsfähigem Panzer. Höchst aggressiv. Die ausgeprägte Mundpartie dieses Insektes erlaubt ein schnelles Graben von Tunneln durch Felsgestein. Oberhalb des Erdbodens bewegen sich Grabkäfer sehr rasch. Sie greifen alles an, was sich ihrem Bau nähert. Ah, und ich habe eigentlich keine Lust, gegen die jetzt großartig zu kämpfen. Weil es mir auch nichts bringt, die in die Luft zu sprengen. Keine Gesundheit, ich brauche kein gar nichts so. Oh. Schlauchkraut. Diese Pflanze sprengt ihren Nektarbeutel, wenn sie angegriffen wird. Das ursprüngliche süße Schlauchkraut wurde wegen seines nahrhaften Nektars so sehr dezimiert, dass es beinahe ausgestorben wäre. Eine evolutionäre Variante mit einer explosiven Kapsel setzte sich schließlich durch und bewahrte diese Spezies vor dem Untergang. Nun wird die Frucht des Schlauchkrauts nur noch von einheimischen, größeren Tieren verzehrt, die dessen Schutzmechanismus zum Gehen wissen. Genau, also wenn wir da draufballern, explodiert das. Ja, das muss ja lustig sein, ein Tier beißt da rein und boom. Das machen wir auch nur einmal. Dann haben wir wieder welche von diesen Pilzen. Ja, und diese kleinen Viecher, die kennt man doch. Ja, wunderbar. Stachelschale. Besiedelt Felswände. Kontakt mit Stacheln ist zu vermeiden. Dieses Schalenweichtier verfügt über ein spezielles Sinnesorgan nahe seiner Kiefer, um Nahrung aufzuspüren. Seine scharfen Stacheln schützen den Stachelschaler vor den meist natürlichen Feinden, doch der verhältnismäßig schwach ausgebildete Panzer macht ihn äußerst empfindlich gegenüber jeglichem Beschuss. Ja gut, die meisten Tiere rechnen ja auch nicht damit, dass sie von irgendwas angeschossen werden. So, ein Igler. An Wänden kletterndes Schalenweichtier mit einziehbaren Stacheln. Der Igler ist evolutionär gesehen der Familie der Stachelschaler zuzuordnen. Bei Gefahr fährt er seine gefährlichen Stacheln aus und zieht seinen Kopf tief ins Innere seines Panzers zurück. Genau, den kann man nicht wegballern, den anderen kann man wegballern. Diese starken Äste sind eng miteinander verflochten, sodass sie eine Art Brücke bilden. Da kann man nicht ran mit dem Scanner. Diese steinernen Stellen ohne Flechtenbewuchs sind ungewöhnlich glatt.
Pilz haben wir schon gescannt. Ja, da ist eine Tür, Leute. Ihr wisst doch sicher, was das bedeutet. Komm, gehen wir jetzt erst durch diese Tür. Ja gut, die. Ah, wobei, die sind ja auch gar nicht mal so zäh. Oh, habe ich das schon gescannt? Nee. So, mittlere Energiekapsel erneuert 20 Einheiten der Gesamtenergie. Ich am Anfang, wenn man noch auf einen Energietank ist, ist es halt, ne? Oh, guck mal, da oben fliegen irgendwelche vogelartigen Wesen rum. Die dürfen wir natürlich nicht scannen. Gut, ich bin Wirbeltier-Paläontologin. Ich finde natürlich Viecher mit... ja, einem Skelett. Sehr spannend. Das heißt aber nicht, dass andere Viecher ohne Skelett nicht spannend sind. So. Ja, da ist schon mal der Lift, der Transporter für die nächste Area. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwelche Upgrades jetzt schon holen können. Also mal das versuchen, da hochzukommen. Ich weiß, dass es auf uns zukommt. Und Backtracken kann man immer machen. So. Zutritt zu den westlichen Chozo-Ruinen genehmigt. Bitte Hologramm berühren. Komm Leute, gehen wir in die Chozo-Ruinen. Mit unserem Powersuit. Samus ohne die Riesenschultern sieht halt schon irgendwie lustig aus. Es fehlt einem halt irgendwie. Ich weiß ja, wobei, wenn ich hier gerade Metroid... Oh, let's play, da muss ich... Da muss ich die Metroid-Figur, die ich hier habe, ein bisschen nach vorne nehmen. So. Das ist von Samus in ihren Powersuit. Ja, nee, Powersuit, Varia-Suit. So. Ach, habe ich das Tutorial nicht ausgeschaltet? Seismische Erschütterung innerhalb der Ruinenstätte. Ja, das ist eine, so eine Hilfsfunktion, wo man, die uns so ein bisschen zeigt, ja, guck mal, da kannst du hin, da ist was. Ich glaube, ich schalte die aber wahrscheinlich irgendwie aus. In meisten Fällen weiß ich ja, wo ich hin soll, oder? Lass ich die an? Ach, ich weiß es nicht. So. Auf jeden Fall haben wir da was zu scannen. Guckt mal, Leute. So, Chozo. Das ist eine Chozo-Inschrift. Die Geschichte der Chozo reicht zurück bis in antike Zeiten. So weit, dass sich unsere Spuren im Nebel der Vergangenheit verlieren. Eines jedoch ist klar. Jene Chozo, die einst Talon 4 besiedelten, wandten sich bewusst von einer Zivilisation der Hochtechnologie ab. Wir Chozo wählten ein Leben in Einklang mit der Natur. Voller Zuversicht und Vertrauen in die Fürsorge des Universums. Wir glauben, hier in Frieden leben zu können und werden von Zeit zu Zeit unsere Worte hier verewigen. Also friedfertige Chozo, die ja, mit der Natur gelebt haben, sieht man auch in ihren Bauwerken. Also nicht wirklich technologisch, sie sind sehr primitiv, will ich sie nicht nennen, aber eher naturbelassene Materialien. Und ich glaube, die ganzen Türen, die wurden... Ruinen der Chozo. Dramatische Kamerafahrt. Aha, ist halt schon schön hier. Das musste zur Blütezeit der Chozo, als die noch hier waren, sind ja wohl weg, richtig schön ausgesehen haben. Ich glaube auch nicht, dass das eine Wüste war. Wenn man so auf die Bäume guckt. Das sind scheinen Blätter, beblätterte Bäume zu sein, Angiospermen oder einmal in die Richtung weltraummäßig. Und hier war mal Gras, wahrscheinlich üppiges Gras, das ist mittlerweile erst gestorben. Also der Planet hier, dem geht's nicht gut. Das sieht man wahrscheinlich so. Komm, Brudi. Ach, sind nur die Kleinen, also nur... Nicht, dass die jetzt nicht ernstzunehmende Gegner sein können. Kommt ihr mal zurück? So. Wenn wir uns hier in Ruhe umgucken wollen, dann müssen die halt weg. Was anderes gibt es da nichts zu sagen. Ja, da brauchen wir wieder Missiles. Da kommen wir nicht durch.
Wo wir übrigens dann auch Missiles brauchen, ist hier für ein Upgrade. Ja, da sehen wir Missile-Container. Da oben war ein Missile-Container. Also hier gibt es einiges zu finden. Ich glaube, Missiles. Ah, da oben ist ein Energietank. Das ist doch einiges hier. Ich finde es schön, dass sich die Tür scannt. Der Vorsprung vor diesem Objekt kann von diesem Bereich aus nicht erreicht werden. So von wegen, ja. Versuch's nicht mal, du kommst hier nicht durch. Diese Steine sind offensichtlich vom Gang weiter oben herabgefallen. Offensichtlich. Offensichtlich war, sind die da runtergefallen. So, die Blätter sind unnatürlich stark verkümmert und ausgetrocknet. Stimmt, die können wir scannen. Diese starken Äste sind eng miteinander verflochten, so dass sie eine Art Brücke. Genau da kriegt man einen Hinweis. Dieser Baum scheint durch einen zellulären Verfall geschwächt zu sein. Ja, zellulärer Verfall, das kann ja von vielen Ursachen stammen. Das können Gifte sein, das kann Alter sein, das kann durch Strahlung passieren. Also es gibt in der Biologie viele Gründe, warum ein Lebewesen ja, verfällt oder zerfällt, oder wie auch immer man das nennen möchte. So, Frage ist, komme ich da durch? Oh, ein neuer Eintrag. Goliath-Wespennest. Unterschlupf der Goliath-Wespe. Einsatz von schweren Waffen empfohlen. Goliath-Wespen nutzen bestehende Vertiefungen, um ihr Nest darüber zu errichten. Dabei greifen sie auf alle in unmittelbarer Umgebung zur Verfügung stehenden Materialien zurück. Geeignete Materialien transportieren sie mit ihren Vorderbeinen zur Baustätte und fixieren diese mit Klebestoffen, die sie mit ihrem Hinterleib absondern. Also Wespen, ah, da ist eine Tür. So, ich glaube, da kommen wir eh noch nicht weiter. So, glaube ich, brauchen wir, glaube ich, den Morphball dafür. Was wir aber hier haben, sind so kleine Viecher. So. Exitus. Explosionsfähiger Parasit, der seinen Körper in festen Materialien verankern kann. Der Exitus stellt sein Leben in den Dienst des Schwarms und opfert sich für dessen Sicherheit. Sobald er eine feindliche Lebensform wahrnimmt, verankert er sich im Boden einer Mauerwerk. Ein verankerter Exitus zerstört sich explosionsartig, wenn er sich bedroht fühlt. Ja, so, die können wir noch weg, also die können wir wegballern. Die tun uns momentan jetzt nicht unbedingt super weh, aber wir müssen es trotzdem nicht drauf ankommen lassen. Aua. Genau, also. Ihr seht, da kommen wir doch nicht durch. Können wir gerade wieder zurückgehen. Also am Anfang, wie man es von Metroid spielt eigentlich kennt, haben wir hier nicht so viel Auswahl, wo wir hinlaufen wollen. Oder ja, dürfen. Ich hasse die Viecher. Aber am Anfang sind die so nervig. Wenn dann irgendwann mal ein bisschen Stärke ist, dann ist es nicht mehr so schlimm, aber vor allem am Anfang nerven die. Ah, die Dinger. So, Augon. Bewegungsunfähiger Organismus, der komplett aus Augengewebe besteht. Im aktiven Zustand ist das Augon in der Lage, anhaltende Energiestrahlen abzugeben. Es verhält sich empfindlich gegenüber Licht und schließt die Lider, wenn ein heller Lichtimpuls, wie zum Beispiel ein Blitz, auf den Augenkörper trifft. Genau. Also wenn wir da draufballern, kommen wir da vorbei. So. Das ist auch wieder so ein Lebewesen, man sich denkt, das musste doch irgendwie genetisch gemacht werden. Das gibt ja gar keinen Sinn, dass solche Lebensformen. Es muss ja von irgendwoher Energie beziehen. Es muss sich irgendwie fortpflanzen können und so weiter und so fort. So. Ah, eine weitere Chozo-Inschrift. Viele lange Jahre sind vergangen, als seit wir Chozo dieses Land betraten und bevölkerten.
Der Verlauf der Zeit selbst übt seit jeher eine große Faszination auf uns aus. Es entspricht der tiefen Überzeugung vieler Weisen, der Chozo, dass die Wahrheiten des Universums im wirbelnden Fluss der Zeiten verborgen liegen. Unser Bestreben, dort Antworten zu finden, führt uns jedoch an anderen, unerwarteten Bereichen zur Erleuchtung. Wir können nicht bestimmen, wie wir in Besitz dieser Fähigkeiten gelangten, die viele von uns Chozo seit kurzem Dinge vernehmen lassen, welche jenseits der gewöhnlichen Wahrnehmung liegen. Fremdscheinende Bildnisse und unerklärliche Sinneseindrücke überfluten unsere Geister und hinterlassen seltsame Visionen. Wir verstehen diese erstarkende Fähigkeit als eine Frucht der zunehmenden Harmonie mit dem Unendlichen, die unser tiefstes Bestreben darstellt. Vielleicht ist nun die Zeit gekommen, da uns die Geheimnisse des Universums offenbar werden. Kann natürlich sein. Ungewöhnlich hohe toxische Konzentration in den Blättern des Baumes festgestellt. Also sind es doch Toxine. Schau mal eine an. Ein dekoratives Objekt mit reflektierender Oberfläche. Es scheint keine besondere Bedeutung zu haben. Was haben wir denn da? Mehrfache Haarrisse im Sandsteinblock der Mauer gefunden. Ja, die Materialien, die sind noch von Bedeutung. Starke toxische Ablagerungen in der Baumrinde entdeckt. Weitere Messungen deuten auf eine verseuchte Wasserquelle innerhalb eines 4 Meter Radius rund um den Baumstamm hin. Verseuchte Wasserquelle. Aha. Das sind wieder die Viecher. Und ich warte auf gewisse andere Viecher, dass sie irgendwann mal aufploppen. Aber am Anfang sind wir ja wohl noch nicht. Tja, never mind, da sind sie. Goliath-Wespen. So, Goliath-Wespe. Fliegendes Insekt mit Giftstachel, der imstande ist, Stahl zu durchbohren. Solange die Goliath-Wespe keine unmittelbare Bedrohung verspürt, entfernt sie sich nicht sehr weit von ihrem Nest. Ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben attackiert sie sturzflugartig jegliche Bedrohung. Schnell wirkendes Gift setzt die meisten kleineren Organismen schnell außer Gewicht. Ja. So. Genau, also wenn wir die Nester dann zerstören, dann kommen die Goliath-Wespen nicht mehr raus. Solange die Nester aber da sind, nerven die halt rum. Habe ich hier nochmal eine schöne Speicherstation, die haben wir schon gescannt. Können wir hier mal uns kurz ausruhen. Die habe ich beim ersten Mal tatsächlich übersehen. Ich dachte mir so, ah, die Tür sieht so wichtig aus, da geht es sicher weiter. Also 3 Stunden später, ach, hier ist ja eine Speicherstation, ich habe die irgendwie vermisst. So. Ja, wenn eine Speicherstation ist, da ist Gefahr nicht unbedingt weit. Was haben wir denn da? Eine Skulptur der Chozo, angefertigt zu Ehren der Sonne von Talon. Versteinertes organisches Material sieht wie ein Auge aus, das aus einem Fels herausgemeißelt wurde. Das einzige übersetzbare Symbol auf dieser Skulptur lautet Chozo. Und auf dieser? Nicht. Ja, nochmal so eine Skulptur. Dann haben wir nochmal die Exitus-Viecher. Die sehen ein bisschen aus wie Augons, oder? Ja. Sind wohl nicht weiter wichtig. Ach, die Viecher sind schon... nicht unbedingt die schönsten. Das können wir noch scannen. Die Analyse ergab, dass sich einst enorme Mengen Wasser an diesem Ort befunden haben. Tja, der Ort ist wohl ausgetrocknet. Oh. Na. Aua. Ja gut. Ein bisschen Gesundheit verloren. Da ist noch ein Upgrade versteckt. Da in das Wasser sollten wir nicht reinfallen. Die Giftbelastung des Wassers ist äußerst hoch. Kontakt mit belasteten Gewässern extrem gesundheitsgefährdend. Ah, ja, ja. Das können wir leider noch nicht sprengen. Schwachpunkte im Schwefelstein entdeckt. Durch Einsatz von ballistischen Geschossen könnte man ihn eventuell zertrümmern. Dahinter ist auch ein Upgrade. Der schmale Tunnel führt in das Mauerwerk hinein. Der Durchmesser der Öffnung beträgt ca. 1 Meter. Tja,
Wie praktisch, dass wir als Wall auch circa 1 Meter Durchmesser haben. Unten kommen wir auch nicht weiter. Ja, gut. Ja. Dann lasst uns wohl weitergehen. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Ach, da ist noch ein neues Vieh. Plasmid. Kleines Insekt, das Wärmeenergie speichern und abgeben kann. Hopp. Komm zurück. Plasmiden werden von Hitzequellen angezogen. Die dortige Wärmeenergie fördert ihre Entwicklung. Während der Jagd geben sie Licht ab. Bei Bedrohung stoßen sie kleine Salven thermaler Energie aus. Genau. Ich könnte es aber sehr einfach wegballern. So. Also die Fangarme da, die machen uns eigentlich nichts. Und das Achtung gilt dem Wasser. Das ja wahrscheinlich auch hier sehr toxisch ist. So. Ah ja, jetzt kommen wir zur Nisthalle. Die machen wir aber das nächste Mal, denn wir sind schon bei 20 Minuten angelangt und ich glaube, jetzt, das wird sich vielleicht ein bisschen ziehen und dann haben wir wieder eine zu lange Episode. Also machen wir einen Cliffhanger. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.